Seit August 2005 betreibt Frauke Del Bello in der Friedrichstraße 55a ihre eigene Praxis für ästhetische Chirurgie und ästhetische Medizin. Die promovierte Fachärztin ist seit 17 Jahren operativ tätig. Neben der plastischen Chirurgie und der ästhetischen Medizin hat sie auch mehrjährige Erfahrungen in der allgemeinen Transplantations- und Gefäßchirurgie gesammelt. Auch sanfte Korrekturen wie Faltenunterspritzungen, Peelings und Anti-Aging gehören zum Spektrum ihrer Behandlungen. Es kommen ganz viele unterschiedliche Persönlichkeiten zu. Ja, also wir erwarten vielleicht immer in meinem Wartezimmer nur irgendwie so schicke junge Frauen mit Gucci-Täschchen und so zu sehen, ja, wo man immer denkt, na toll, noch mehr. So ist das überhaupt nicht. Das ist eine ganz breite Palette. Ich habe hier alles, komplett. Männer, Frauen, alte, junge, welche mit richtigen nachvollziehbaren Problemen, welche, wo man denkt, na ja, welche, die nur jünger und frischer aussehen wollen, also sehr unterschiedlich. Aber ich gucke es mir eigentlich immer an und wenn ich denke, nee, komm, dann mache ich es auch nicht. Oder Riesenbrüste oder so, gut, muss jeder selber wissen. Also, aber so, es gibt so eine Grenze für mich. Da kommt es dann auch immer noch auf den Beruf der Leute an, natürlich, warum die das brauchen. Also das differenziere ich dann schon. Aber es gibt durchaus Dinge, die will ich nicht machen. Sie sagten, es gibt ganz viele depressive Leute, die hierher kommen. Ja, oder Leute, die in einer schwierigen Lebenssituation sind oder gewesen sind. Meistens kommen sie, wenn sie mittendrin sind, noch nicht. Das ist erst ein Schritt weiter, wenn man schon wieder was für sich tut. Häufig Trennung, verlassen werden. Das ist schlecht fürs Selbstwertgefühl, wenn man gegen eine Jüngere ausgetauscht wird. Das tut niemandem gut. Oder gegen einen Jüngeren oder was auch immer. Und wenn man dann wieder beginnt, sich um sich selber zu kümmern, dann ist das gut. Und das hilft. Also ich leide schon seit Jahren unter Tränensäcken, die natürlich mit zunehmendem Alter immer schlimmer wurden. Und in den letzten 2 Jahren, ich habe meinen Mann verloren. Und das hat mich total runtergerissen, habe 10 Kilo abgenommen und dadurch ist das alles noch viel schlimmer geworden. Also mein Aussehen im Gesicht insgesamt hat sich total verändert. Die Überlegung, praktisch jetzt diese Tränensäcke operativ entfernen zu lassen, ist angeregt durch meine Schwester und ausgelöst durch meinen Enkel, der im Internet recherchiert hat und gesagt hat, ich habe hier eine Praxis und du kannst dir das mal ansehen. Vor 2 Wochen wurde Margot B. von Dr. Del Bello in einem ambulanten OP-Zentrum in der Schönhauser Allee operiert. Aus den Unterlidern wurde jeweils 1 Zentimeter Hautgewebe abgetrennt. Und dann mir überlegt, dass man da vielleicht noch ein bisschen Volumen spritzen müsste. Sie hat einen sehr starken Gewichtsverlust erlitten und ja, das sieht man einfach auch im Gesicht, das sieht nicht gut aus. Und da geht es eben einfach darum, nur das wiederherzustellen, was mal war, gar nicht mehr. So, das wird gefüllt. Ja. Was besser wird, ist diese Schwellung hier, das wird besser. Auch die Narben unter den Augen, das ist nachher weg. Mhm. Hier kommt das Volumen rein, da mache ich ein Material, was richtig dick ist und was hebt. Mhm. Ja, einfach, dass das nicht mehr so eingefallen ist. Das hier wird ein bisschen dünner sein, das auch. Das Ganze piekst ein bisschen und macht so ein bisschen Druck. Die relativ neue Technik ist die mit der stumpfen Kanüle, da kann man eben in verschiedene Schichten gehen, ohne mit einer Spitzennadel was zu zerstören. Also an Blutgefäßen oder Ähnlichem. Das ist eine ganz elegante Methode. Sandwich heißt einfach nur, dass man Schichten übereinander lagert. Das macht man immer da, wo die Falten wirklich sehr tief sind. Mhm. Also ich fange in der tiefen Schicht unter der Haut an und arbeite mich dann hoch. Frauke Del Bello benutzt bei Margot B. Hyaluronsäure, ein natürlicher Bestandteil des Bindegewebes. Wegen seiner Eigenschaft, große Mengen Wasser binden zu können, wird Hyaluronsäure als Präparat auch in Nasensprays und bei der Arthrosebehandlung eingesetzt. In der ästhetischen Medizin dient das gelartige Produkt zum Unterspritzen von Falten, zum Modellieren und Auffüllen deformierter Körperpartien. Der Effekt hält 6 bis 12 Monate. Generell nehme ich eigentlich nur sehr erprobte, die durch Studien, wo die Wirksamkeit und auch die Sicherheit bewiesen ist, gute Produkte. Und ich probiere das vorher erstmal alles aus. Ich will wissen, ob es gut ist, ich will wissen, wie es sich anfühlt, ich will wissen, wie der Effekt ist. Ich will wissen, ob ich eine Ausfallszeit habe, ob irgendwas wehtut, irgendwas schwillt oder was auch immer, damit ich das an die Patienten weitergeben kann. Ich mache immer erstmal defensiv und eher weniger, wenn ich die Leute auch nicht kenne. Und lass die dann nochmal kommen nach 2 Wochen. Da ist die Wirkung nämlich da und dann kann ich sehen, okay, ich will kein gefrorenes Gesicht haben. Ich will auch keine Wirkung haben, wo irgendwas runtersackt. Ich
war letzte Woche Freitag hier nochmal wieder zur Nachuntersuchung, die eben auch ganz toll lief. Muss ich Frau Dr. Del Bello wieder mal ein Kompliment machen. Das kommt mir wirklich aus dem Herzen. Und ich gedacht habe, ach, das ist Wahnsinn einfach. Also mir sind auch die Tränen gekommen darüber, wie das jetzt sich darstellt für mich, wie das geworden ist. Was macht das mit dem Selbstwertgefühl? Perfekt. Man steht anders auf. Es ist so, es wird immer gesagt, man empfindet da eine andere Lebensqualität. Und ich kann es nur so bestätigen. Es ist einfach so, man fühlt sich natürlich viel wohler und man geht viel freier irgendwie auch raus und nicht immer so, so bin ich auch angesprochen, immer traurig. Ja, aber das hat sich, und ich denke, das wird sich richtig verstärken bei mir, ohne Frage. In einem anderen Behandlungsraum lässt eine Kundin eine Mikrodermabrasion vornehmen. Mit einer speziellen Technologie werden mittels Kristallen bzw. Diamanten die oberen verhornten Zellen der Haut sanft abgetragen und Seren in die Haut eingeschleust. Die sogenannte Hydra-Facial-Methode wird bei Hautproblemen und Unreinheiten wie kleinen Narben, großen Poren und Pigmentflecken angewandt. Wie viel Prozent Männer und wie viel Prozent Frauen kommen? Also Männer, der Männeranteil ist deutlich gestiegen in den letzten Jahren. Ich hatte vor 5 Jahren, hatten wir so gut 5-7%. Das war nicht so viel und jetzt sind es schon 20-25%, also Tendenz steigend. Das heißt, es kommen deutlich mehr Männer als früher. Und was lassen die machen? Männer neigen eher dazu, endgültige Dinge machen zu lassen. Also nicht immer, aber häufig zum Beispiel Augen, also Schlupflider, wenn die Lider richtig runterhängen. Tränensäcke, das sieht nicht frisch aus, sondern verlebt, das wollen die nicht. Brust absaugen, also Fett absaugen an der Brust, am Bauch, Hüfte, aber auch Unterspritzung. Ja, Zornesfalten, sowas, tiefe Nasolabialfalten, Volumen ist auch wichtig manchmal bei Männern. Das sind wahrscheinlich mehr die homosexuellen Männer, die kommen? Ja, aber nicht nur. Also das geht jetzt überall durch. Ja, Herr Engels, was hat Sie denn vor 6 Jahren hierher geführt? Meine geschwollenen Unterlider. Ich wollte mir unbedingt oder wollte mich beraten lassen wegen meines geschwollenen Unterlides und ja, die Entfernung. Warum haben Sie unter denen gelitten? Es sah immer müde aus, egal ob man aufgestanden ist oder ausgeruht war, da hat sich nichts mehr verändert. Man sah immer müde aus, immer fertig aus und das wollte ich halt behoben haben. Und was haben Sie seitdem hier alles machen lassen? Erst die Unterlider und vor 2 Jahren die Oberlider und eine Fettabsaugung am Hals. Korrektur der Nasolabialfalten und der Zornesfalten. Wird man dann doch ein bisschen süchtig so? Die Suchttendenz besteht durchaus, ja. Aber da ist man dann bei Frau Del Bello auch in guten Händen, weil ich denke mir, sie macht einfach nicht alles mit. Ja, es gibt da auch Grenzen. Ist ja schön, dass Sie mal wieder da sind. Ja. Beruflich bedingt, da ich Fotografin bin und viel in der Öffentlichkeit arbeite, ist es für mich ganz wichtig, nicht böse auszusehen. Und durch meine Stirnfalten und Runzeln habe ich immer einen bösen Ausdruck gehabt und den wollte ich gerne weghaben. Ja, dann habe ich eben über Botox viel gelesen und so weiter. Und dann habe ich immer ein bisschen Angst gehabt. Und dann hatte ich eine Freundin, die sagte, Mensch, lass uns doch mal nach Berlin fahren. Und ich habe da gehört, da ist jemand, der soll das richtig gut machen. Ja, dann haben wir uns ins Auto gesetzt. Und dann sind wir hierher gefahren und ich hatte immer noch Angst. Und dann saßen wir hier auf dem Sofa und dann habe ich gesagt, du gehst jetzt zuerst, weil das ist mit dem Pieksen und so, das will ich nicht. Und dann hat sie sich hingelegt und hat gar nichts gesagt, das tat gar nicht weh. Und dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich das auch. Als ich das dann meinen Freundinnen erzählt habe, ich fahre da mal hin, dann haben die gesagt, nee, nicht, dass du nachher aussiehst wie so eine Maske, guck dir mal die ganzen Stars an, wie die aussehen, diese ganzen gebotoxten Tanten. Und bei mir war das so, dass es gar keiner gemerkt hat. Die haben gesagt, Mensch, du siehst frisch aus. Und das war, glaube ich, auch das, was ich erreichen wollte. Daniela Fagt hat ihre Stirnfalten mit Botox behandeln lassen, einem Nervengift. In geringen Dosen jedoch dient es auch zur Faltenglättung. Da ist die Erregungsübertragung von den Nervenzellen zum Muskel hemmt. Und
heute habe ich so ein bisschen im Bereich der Mundwinkel, damit weil die so ein bisschen runterzogen und die Haut da so ein bisschen hink, habe ich da noch ein bisschen Hyaluronsäure reingespritzt. Da sollen einfach nur diese negativen Züge weggehen. Tut es weh? Es sieht immer nur so dramatisch aus, das tut überhaupt nicht weh. Also es piekst ein bisschen, aber mehr auch nicht. Da hatte ich auch Angst vor, aber... Die Stirn ist glatter, die Augen öffnen sich. Hier sind die Falten nicht mehr da, aber auch nicht so, dass man gar keine Mimik mehr hat und keine Knitterfältchen mehr, man lächelt. Das kann man schon noch haben. Ich bin jedes Mal fasziniert, wie schnell das Ergebnis sichtbar ist. Also ich meine, das ist doch jetzt schon perfekt. Und Frau Dr. Del Bello sagte, dass das in ein paar Tagen erst richtig gut aussieht. Also ich bin jetzt schon Wahnsinn. Man denkt immer, oh Gott, wie oberflächlich. Ja? Aber wenn man besser aussieht, bekommt man auch eine bessere Resonanz. Man hat eine bessere Ausstrahlung automatisch und es geht einem damit irgendwie besser. Muss ja keiner machen, aber es hilft wirklich in vielen Fällen. Weil man häufig das etwas angekratzte Selbstwertgefühl einfach so durch letztendlich relativ banale Dinge schon aufmöbeln kann. Das hilft. Ja. Deswegen kommen ja auch viele Leute dann immer wieder. Ja? Also nicht, dass sie jetzt ständig neue Sachen machen, sondern einfach kontinuierlich das erhalten wollen. Wenn es einem gefällt, dann möchte man das gerne. Ich habe jetzt nicht so viele, wo man sagt, oh Mensch, das wird jetzt aber zu viel. Gibt es auch, da muss man halt bremsen, aber das ist nicht die Regel. Mhm. Es geht auch gar nicht immer nur um Falten, die sind manchmal auch ganz nett. Es geht aber zum Beispiel, eine Zornesfalte ist nie nett. Die sieht einfach negativ und pessimistisch aus. Während so Lachfältchen um die Augen eigentlich nur was Fröhliches haben. Oder hängende Mundwinkel sind auch nicht fröhlich. Das sieht pessimistisch aus und negativ. Und das ist häufig das, was die Leute loswerden wollen. Ist man selbst dann zufrieden als Schönheitschirurgin mit sich oder ist man auch immer kritisch? Natürlich ist man kritisch und man muss super aufpassen, wenn man sozusagen an der Quelle sitzt, dass man nicht zu viel macht. Und das sehe ich auch bei Kollegen manchmal, bei mir selber habe ich es auch schon gesehen, dass ich dachte, oh, jetzt ist aber ein bisschen viel. Das sieht man zum Beispiel, wenn man sich im Fernsehen sieht und dann sich in der Bewegung sieht, dass man dann denkt, so, ja, natürlich ist man kritisch. Klar, Altern macht überhaupt nicht Spaß. Und wenn man so exponiert ist und damit letztendlich ja auch arbeitet, dann ist man vielleicht auch noch ein bisschen kritischer als sonst. Aber man muss seine Eitelkeit echt im Zaum halten, das ist sonst ungesund, glaube ich. Ja, ich bin kritisch, ich bin eitel, das bin ich auch von Natur aus, aber jetzt nicht übermäßig, nö. Bestimmte Dinge sind, wie sie sind. Das heißt nicht, dass ich nicht auf mich achte, was Ernährung angeht, Sport und all sowas, aber jetzt nicht, dass ich hier ständig an mir rumdoktor, nö.